Die katholische Kirche kämpft mit dem Priestermangel. Die Pflicht zu striktem Gehorsam und dem Zölibat schreckt die meisten jungen Männer ab. Einer, der sich dennoch dafür entschieden hat, ist der 29-jährige Gregor Schweizer aus dem schwäbischen Zussdorf. Meine Kollegen aus der Kirchenredaktion, die haben ihn bei seiner Priesterweihe vor einem Jahr begleitet. Mein Name ist Gregor Schweizer, ich bin 29 Jahre alt und wurde am vergangenen Samstag, den 29. Juni, zum Priester geweiht. Ja, ich war echt voll gelassen und im Frieden, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin jetzt so einen langen Weg gegangen und jetzt ist dieser Tag da, wo ich geweiht werde, wo ich mein Leben nochmal ganz Gott schenke. Von dem her war innerlich echt sehr im Frieden gelassen. Und letztendlich ist jede Entscheidung, ich glaube ja auch in der Ehe genauso, ist ein Stück weit, man kann davor nicht alles voraussehen. Also jede Entscheidung, jede Lebensentscheidung ist ein Sprung ins kalte Wasser. Also ja, ein Stück weit no risk, no fun. Also. Gregor Schweizer ist 29 Jahre alt und stammt aus dem schwäbischen Zussdorf. Als eines von 5 Kindern ist er auf dem elterlichen Bauernhof groß geworden. Genau, also der kleinste Wolfram, ich, dann der Pius, die Verena und der Martin. Jeder ist ein wenig anders. Jeder ist anders. Pius ist zum Beispiel, also der Dritte, der ist ein totaler Praktiker. Verena ist so wie ich, die ist Powerfrau. Also so bezeichne ich mich jetzt auch. So, also ein bisschen so, ja. Es wäre ja auch langweilig, wenn ihr gleich wäret. Ja, genau. Bis vor 3 Jahren hatten die Schweizers noch eine eigene Landwirtschaft. Da mussten alle Kinder mit ran. Ja doch, so freilaufende Hühner sind was Schönes. Hier haben wir viel Holz gestapelt mit unseren Eltern, weil wir komplett mit Holz eben heizen. Und genau, das war immer so Samstag-Nachmittag-Arbeit oft. Genau. Gregor Schweizer war lange Jahre Ministrant in seiner Heimatpfarrei. Entscheidend für seinen Berufsweg war aber eine sogenannte Gemeindemission. Das ist ein Glaubenskurs für eine Pfarrgemeinde. Damals war Gregor Schweizer 14 Jahre alt. Also 10 Tage wurde da einfach so das Pfarreileben aufgefrischt, kann man sagen. Es waren über 100 Leute von dieser Gemeinschaft Emanuel da. Und da zu sehen, das sind junge Leute, die irgendwie so ganz unkompliziert und mit Freude ihren Glauben leben, das war für mich als 14-Jähriger auch sehr berührend. Die Begeisterung für den Glauben hat Gregor seitdem nicht mehr verlassen. Mit 21 tritt er deshalb ins Münchner Priesterseminar ein. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Es war für mich eine sehr schöne Zeit, die aber auch nicht immer einfach war. Also würde ich mich einschätzen, nicht so der intellektuelle Typ, obwohl ich schon gern auch lese, mich in Dinge hinein vertiefe. Aber das Studium, die 3 Jahre, da bin ich nicht wirklich warm geworden. Ich habe mir das Studium schon immer anders vorgestellt. Ich dachte, da hat man sehr viel mehr Zeit auch zum Lesen. Es ist sehr viel mehr Diskussionskultur da, auch so in den Seminaren. Und das war irgendwie, war nicht so. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar. Und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben.
Bevor man Priester werden kann, muss man sich zum Diakon weihen lassen. Für Gregor war gerade dieser Schritt nicht einfach. Die Zweifel, die Fragen waren sehr intensiv, weil eben mit der Diakonweihe ist es ja wirklich diese Lebensentscheidung. Man gibt diese drei großen Versprechen ab: Gehorsam, Treue zum Gebet und das Zölibatsversprechen. Also es ist echt irgendwie ein großer Lebenseinschnitt. Von dem her waren so die Fragen und Zweifel intensiver als jetzt vor der Priesterweihe. Das muss ich schon sagen. Am 29. Juni 2019 war es dann soweit. Nach 10 Jahren des Suchens und Findens darf Gregor endlich sagen, ich bin Priester. Es ist auch schön für den Gregor, dass es jetzt soweit ist. Er hat lange Weg gebraucht oder gemacht und jetzt ist er Richtung Ziel gerade und es freut mich unheimlich. Ich wünsche dem Gregor einfach als Mama ganz viel Kraft und viel Gottes Segen. Und ich habe gerade die letzte Zeit gelesen, also ich bin ja seine leibliche Mama, aber ich kann ja nicht immer bei ihm sein. Ich gebe ihn jetzt einfach der Mutter Gottes. Sie ist die Mutter aller Priester und sie soll für ihn einfach sorgen und soll für ihn Mutter sein. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Tja, eine nicht so leichte Entscheidung. In Zeiten von massiven Kirchenaustritten gibt es dennoch junge Männer, die sich berufen fühlen, ihr Leben Gott zu weihen. Meine Münchner Kollegen aus der Kirchenredaktion haben einen Priesteramtskandidaten begleitet. Am Vormittag wurde Gregor Schweitzer im Münchner Dom zum Priester geweiht. Am Nachmittag ist er wieder in seiner Heimat, im schwäbischen Zussdorf. Dort feiert Gregor am Abend Gottesdienst im kleinen Kreis. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich freue mich, dass ich jetzt als Priester das erste Mal hier in der Kirche, wo ich getauft wurde, vor knapp 29 Jahren, dass ich jetzt hier mit euch am Abend meiner Weihe Dank sagen darf. Dank für einen immerhin 10-jährigen Weg. Gregor hat es sich nicht leicht gemacht. Er hat sich viel Zeit genommen für seine endgültige Entscheidung, Priester zu werden. Und zwischendurch gab es immer wieder Erfahrungen, die ihn zum Nachdenken über sein Leben gebracht haben. Ich habe mich davor nochmal gescheit verliebt. Darum war das auch nochmal so eine Frage. Aber wir haben dann beide irgendwie erkannt, ja, sie wollte dann, ich glaube, ins Ausland. Ich wollte dann nach Altötting in diese Schule und haben dann irgendwie verstanden, es macht jetzt keinen Sinn, in eine Beziehung zu gehen, weil wir das nächste Jahr getrennt an zwei komplett verschiedenen Orten sein werden. Aber das war auch nochmal so, ich glaube, wichtig auch für mich, auch diese Erfahrung nochmal zu machen, des Verliebtseins. Aber es war dann irgendwie, ich war dann voll im Frieden auch. Es war, wo wir dann gesagt haben, na, es sind irgendwie Gefühle da, aber dann auch nicht mehr. Also ich bin irgendwie dann mal durch die Jahre drauf gekommen, na, man muss nicht alles erfahren haben, alles erlebt haben, um sich dagegen oder dafür zu entscheiden. Ich glaube, meine ganze Familie ist durch die Jahre da auch ein bisschen hineingewachsen in die ganze Thematik des Priestertums. Und mein ältester Bruder ist so ein Typ, der sich da schon auch Gedanken macht, der sich damit auseinandersetzt, der dazu auch mal was liest oder. Und der hat sich anfangs schon schwer getan, bist du sicher, Gregor, auch mit dem Zölibat? Und kannst du dir wirklich vorstellen, dass dich das ein ganzes Leben lang erfüllt? Aber die Gespräche waren echt auch immer gut. Und für mich, auch gerade vom ältesten Bruder, das irgendwie solche Anfragen zu bekommen, da bin ich jedes Mal rausgegangen aus solchen Gesprächen mit neuen Gedanken oder halt, die mir geholfen haben, das nochmal zu überlegen. Jetzt aber sind die Zweifel ausgeräumt. Am Ende der Andacht spendet Gregor jedem Gottesdienstbesucher einen persönlichen Segen. Durch die Auflegung meiner neu geweihten Hände auf die Fürsprache der Segen Jungfrau Maria, des heiligen Josef, des heiligen Martin, der heiligen Eva, des heiligen Franziskus, des heiligen Lukas,
der heiligen Simon und Judas Thaddäus und aller Engel und Heiligen, erfülle euch eure Herzen mit dem Heiligen Geist, der Herr. Er stärke euren Ehebund, er stärke eure Familie, schütze und begleite euch auf all euren Wegen. Er, der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Es war, glaube ich, für viele einfach im Dorf schon an dem Abend dann bewegend, mich zu sehen, da jetzt da vorne als Priester. Und dann anzufangen, den Primizsegen zu spenden. Auch da, jeder Zweite, der nach vorne kam, hatte Tränen in den Augen. Das war dann schon schön und stark, weil ich kenne ja viele aus dem Dorf. Ich kenne die Hintergründe, ich kenne auch das, was nicht so schön ist in den Familien, was die Menschen da zum Teil tragen an Leid, an Fragen, an Zweifeln, an Verletzungen. Und da jedem es in seiner Situation einen Zuspruch zu geben, ein Wort des Trostes, der Ermutigung, das war für mich schon stark. Er brennt für Gott, brennt für Jesus und er tut wirklich alles und vieles dafür, dass ihn so viele wie möglich entdecken, kennenlernen. Ich bin dankbar, dass ich jemand habe in der Familie, der so nah mit Gott verbunden ist, der uns auch mal vielleicht an den Ohren packen kann, wenn wir mal in die falsche Richtung gehen. Ja, mit der Zeit, das ist schon ein langer Weg, auch jetzt 8 Jahre, wo er da unterwegs ist, wächst man ja auch mit oder mit rein in das ganze Thema. Und ja, also wie gesagt, ich finde es gut jetzt so, dass das für ihn passt und dass es sein Weg ist. Eigentlich wollte Gregor Schweizer keine große Feier für sich. Doch seine Freunde und Wegbegleiter haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also man muss schon sagen, wir sind ein sehr aktives Dorf. Es gibt sehr viele Vereine, Gruppen, nicht nur in der Kirche, sondern auch darüber hinaus. Aber an so einem Fest, dann irgendwie bindet man alle ein im Vorfeld. Und hat irgendwie jeder, der jetzt nicht ganz weit weg ist von der Kirche, hat jeder geholfen. Und sei es nur ein Bett gestiftet für eine Übernachtung. Und das macht auch was mit dem Dorf. Es bringt auch das Dorf zusammen wieder. In dem Geist, wie es auch, denke ich, der Gregor gern möchte. Ja, und wie sich der junge Gregor Schweizer so als frisch gebackener Priester macht, das zeigen wir Ihnen jetzt im dritten Teil unserer Kirchenreportage. Die Nacht war kurz, aber die Stimmung ist gut bei Neupriester Gregor Schweizer. Heute ist der Tag seiner Primiz, also der erste offizielle Gottesdienst, den er als neugeweihter Priester in seiner Heimatpfarrei feiern wird. Ja, ich war heute Morgen schon vor allem Trubel, 5:30 schon in der Kirche vorne, eine Stunde da vorm Tabernakel und habe dann nochmal gebetet und einfach, ja, vom Herrgott nochmal zur Ruhe gekommen und dann nachher sicher ziehe ich mich kurz zurück in mein Zimmer, wo ich auch gern immer als Jugendlicher, wo ich daheim war, sehr gern gebetet habe. Genau, ziehe mir dann das Gewand an, das ist ja auch stark, so das erste Mal das Messgewand dann anzuziehen und genau. Erster offizieller Programmpunkt des Tages, die Fahnenweihe. Ja, dann dürfen wir zunächst, bevor wir den Gottesdienst beginnen, diese Fahnenbänder segnen, als Erinnerung an den heutigen Tag. So segne du, der Allmächtige, der gütige, barmherzige Gott, diese Bänder. Segne alle Vereine, segne ihre Kameradschaft, ihr Zusammensein und die ganze Dorfgemeinschaft. Amen. Dankeschön. Ja, der Bischof Marx hat es in seiner Predigt sehr schön gesagt. Priester sind die, die irgendwie dieses Geheimnis Gottes den Menschen aufschließen. Also Priester sollen Menschen sein, die eine Erfahrung gemacht haben, eine Erfahrung mit Gott und den Menschen Räume eröffnen, wo sie diese Erfahrung auch machen können und dürfen. Ja, warum braucht es Priester? Eben, ja,
um Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ja, auch ich freue mich riesig heute an diesem Tag, ein Tag, wenige Stunden nach meiner Priesterweihe hier in Zusdorf in meiner Heimatgemeinde, meinen ersten Gottesdienst feiern zu dürfen. Hier sozusagen mitten im Herz von Zusdorf. Wir sind gerade vom Elternhaus gekommen. Hier drüben ist der Kindergarten St. Theresia, wo ich groß werden durfte. Dahinter war mal die Grundschule. Hier im Schalander habe ich anfangs die Kindergruppe besucht, dann die Ministrantengruppe sehr selbst besucht, dann als Oberministrant mitgeleitet. Im Musikverein durfte ich meine ersten Töne auf dem Bariton und dann auf der Tuba spielen. Und dann drüben in der Kirche durfte ich die Erstkommunion und die Firmung empfangen. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Gregor nimmt sein Amt und seine Rolle als Priester ernst. Gleichzeitig ist er keineswegs blind gegenüber aktuellen Herausforderungen. Woran ich hader, ist schon, dass wir schon ganz konkret bezogen auf Deutschland, wir sind zu einem großen Konzern verkommen. Also wir haben so einen riesen Ballast an Strukturen, die ich nicht alle irgendwie schlecht machen würde. Es braucht schon auch Organisationen, es braucht Strukturen. Woran ich hader, ist, dass wir dadurch irgendwie manchmal das Wesentliche verloren haben. Und das würde ich mir sehr viel mehr wünschen von der deutschen Kirche. Eigentlich das, was Papst Franziskus rauf und runter sagt. Wir müssten hinausgehen, wir müssen was wagen. Er bevorzugt eine Kirche, die was wagt, die hinausgeht, die auch verbeult wird, anstatt eine Kirche, die in sich geschlossen bleibt, die anfängt zu muffeln, die sich nur noch um sich selber kreist. Und das sehe ich ganz stark in Deutschland. Wir sind eine Kirche geworden, wir kreisen uns nur noch um uns selber. Aber was da draußen abgeht, das haben wir zum Teil echt völlig vergessen. Groß sei das meine Seele im Herrn, denn er ist mein Heil. Ich fand es sehr schön. Ja, und ich habe ja auch mitministriert. Und ja, ich fand es richtig schön, dass wir so viele Ministranten waren. Also für mich war es ziemlich, ziemlich ergreifend, der Gottesdienst. Und mich freut es wahnsinnig, dass wir jetzt einen Pfarrer oder einen Priester in der Familie haben. Schön und ergreifend. Es war sehr beeindruckend, auch sehr beeindruckend, wie er selber war heute, ganz einfach. Und für mich war es beeindruckend und erfreulich, dass er heute dabei sein durfte, ganz einfach. Und ich würde es missen, ganz einfach, wenn man es nur aus dem Erzählen mitkriegen würde. Ja. Auf jeden Fall möchte ich dir, Petrus, und dir, dreifaltiger Gott, danken für dieses wunderbare Wetter. Ja, der Johannes Kappauf hat es damals bei seiner Primiz gesagt, hätte ich gewusst, dass das Priestertum so eine heiße Angelegenheit ist, dann hätte ich es mir nochmal überlegt.